Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den neuronalen Netzen und den Autoencodern. Heute geht's weiter mit den Autoencodern und zwar wollen wir uns heute mit den Denoising Autoencodern beschäftigen. Das ist ziemlich geil, wenn man sich überlegt, wie das bei uns im Gehirn funktioniert. Also ich meine, wenn ich euch einen Klaps auf den Hinterkopf versetze, dann fallt ihr nicht tot um oder könnt nicht mehr sehen oder sowas, sondern andere Teile eures Gehirns übernehmen die Aufgabe von diesem Teil, der gerade gestorben ist. Also wenn ich euch hinten drauf hau, dann verliert ihr schon einige Gehirnzellen und vielleicht nach dem hunderttausendsten Mal draufhauen, wird es dann auch irgendwann mal kritisch und ihr fangt an irgendwie zu lallen oder sowas. Aber meistens übernimmt irgendein anderer Gehirnteil die Aufgabe davon. Und das ist ziemlich geil, das wollen wir natürlich bei unseren neuronalen Netzen auch. Denn häufig kommt es mal vor, dass irgendwie ein Bild verrauscht ist oder man hat, keine Ahnung, irgendwie Probleme, die Audioqualität vernünftig zu filtern oder man hat irgendwie ein Rauschen, keine Ahnung, der Ventilator läuft. Ich kann ihn gerne mal anmachen, es ist wahnsinnig warm hier. Aber normalerweise kann ein neuronales Netz das nicht so ohne weiteres. Deswegen, bei den ganzen neuronalen Netzen ist so ein Denoising-Faktor ziemlich geil. Und das wollen wir eben heute machen. Im Prinzip ist es wirklich sehr, sehr einfach, deswegen wahrscheinlich wird es ein sehr, sehr kurzes Video zu sogar zwei Themen. Und zwar, was wir machen ist, wir setzen einfach zufällig 50 oder 10-50% von unserem Input, also wirklich jedes zehnte bis jedes zweite Neuron, setzen wir einfach standardmäßig auf 0, egal was da normalerweise kommen würde. Das heißt, das wäre jetzt mein genoister Autoencoder und vielleicht bei der nächsten Zahl ist es wieder richtig. Da muss man dann wirklich drauf achten, dass es korrekt oder sehr, sehr häufig trainiert wird, denn sonst kann dieses Fehlen von dieser Einzahl nicht wirklich kompensiert werden. Was man jetzt leider braucht, ist, man braucht hier mehr Hidden Neuronen. Das heißt, ich bräuchte jetzt hier, wenn ich mit Denoising anfange, nicht nur zwei Hidden Neuronen, sondern vielleicht drei oder ja, vier wäre ein bisschen zu viel, dann kann ich es auch gleich sein lassen, aber drei oder sowas. Also man braucht einfach mehr Hidden Neuronen, aber dann lernt mein neuronales Netz hier zu ersetzen. Und das ist wirklich geil. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier mit vier Hidden Neuronen immer ersetzen, was da so gerade fehlt. Zumindest könnte ich es probieren. Und das ist eigentlich auch schon ein normaler Denoising Autoencoder. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist der Stacked Denoising Autoencoder. Und was man dazu macht, ist einfach folgendes, oder was heißt einfach, es ist schon eine coole Idee, aber wenn man es mal verstanden hat, ist es nicht mehr so schwierig. Wir haben nicht nur, so, ich baue das jetzt erstmal auf und pausiere euch ein bisschen. So, fertig mit Bildchen zeichnen. Was wir hier sehen, ist ein Stacked Denoising Autoencoder. Das heißt, wir haben das Rauschen nicht direkt bei unseren Eingabedaten, wir nehmen es zumindest an, sondern wir haben das Rauschen hier bei unseren Hidden Neuronen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, das Ding hier ist verrauscht und zufällig habe ich dieses Neuron auf 0 gesetzt. Also es gibt eine 50% Chance, ob das Neuron bleibt oder ob es nicht bleibt, aber in dem Fall hat es leider verloren und wurde jetzt auf 0 gesetzt und ist verrauscht. Was wir hier haben, ist ein ganz normaler Input, den hatten wir davor schon. Und dann macht man hier ein paar Hidden Neuronen mehr. Das ist die erste Schicht, die ist komplett unverrauscht. Die nächste Schicht benutzt einfach wirklich 1:1 dieselben Neuronen wie hier vorne. Also wir sehen hier, also die hier sind komplett vernetzt. Wir sehen hier die Verbindung von der 0:0, aber auch von der hier oben zu der hier unten. Also da ist wirklich jedes mit jedem verbunden. Ich war nur zu faul, die Striche einzuzeichnen. Aber hier in der nächsten Schicht, da ist wirklich dann nur das oberste Neuron mit dem obersten verbunden, das zweite mit dem zweiten, das dritte mit dem dritten und das vierte mit dem vierten, das fünfte mit dem fünften und so weiter und so fort natürlich. Und danach, also hier ist dann das Verrauschen angesagt, hier einfach zufällig 10-50% ersetzen. Und danach haben wir hier wieder mal eine komplette Verbindung zu den Hidden Neuronen. Wie gesagt, ich brauche immer noch mehr Hidden Neuronen als ohne Stacken, aber als komplett ohne Denoisen, aber natürlich, es ist irgendwie klar, irgendwie muss es komprimiert werden und es muss auch irgendwie angepasst werden, weil wir ja Verlust haben an Daten, an Informationen und zwar teilweise 50%. Gut, und dann haben wir hier hinten ganz normal wieder unsere Ausgabeschicht. Die ist wieder unverrauscht, ganz normal. Okay, und so schaut es dann insgesamt aus und das Netz lernt jetzt hier wieder auch komplett selbstständig zu ersetzen. Und wenn wir das dann später benutzen, dann lassen wir einfach dieses Rauschen weg, also quasi so, und haben dann hier verrauschte Input-Daten, klar,
Aber wir haben hier ja dann auch noch diese Hiddenschicht und dann verbinden wir die einfach direkt mit unseren Hidden-Neuronen. Also die, die quasi eine Komprimierung darstellen oder ein Denoising als erstes Mal im Sinn haben. Und dann kommt am Ende wieder eine möglichst unverrauschte Ansicht von unserem Bild oder sonst irgendwas raus. Ja, damit kann man schon recht viel machen. Ihr könnt mal gerne danach gucken, was so Stacked Denoising Autoencoder alles können. Also sie können wirklich schön verrauschte Bilder wieder einigermaßen zum Vorschein bringen, was echt cool ist. Okay, das war's dann erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.